Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade vom Training nach Hause gekommen und werde jetzt erstmal was zu essen machen. Und die Zeit werde ich nutzen, um euch einfach mal so ein bisschen was zu erzählen. Denn ich habe einige Fragen bekommen nach der Diät. Und das Ding ist ja, ich habe ja innerhalb von 2 Monaten relativ gut abgenommen. Auch relativ schnell eine relativ gute Form auch auf die Kette bekommen, wie ihr das auch im Video letzte Woche gesehen habt. Und dann haben die Leute aber gefragt, was hast du genau gemacht? Also wie hast du das Ganze angestellt? Wie hast du trainiert? Wie hast du geplant und so weiter? Und das erzähle ich euch heute so ein bisschen. Viel Spaß beim Video. Jo, erstmal sorry für die unaufgeräumte Küche hier, aber ja, aktuell ist einfach so viel zu tun, kaum Zeit. Ja, ich bin gerade vom Training gekommen, jetzt gibt's was zu essen. Ich schlag mal kurz die Fragen nach, die ihr gestellt habt. Wie viel ich abgenommen habe innerhalb dieser Zeit? Ja, ich habe tatsächlich ganze 10 Kilo abgenommen in 2 Monaten. Und das hat man auch gesehen im Video. Hatte ja 94 Kilo, was ja echt wirklich ziemlich fett war für mein Gewicht. Hau rein, gib mal ein paar Hochposen hier, Bro. Komm schon, Bro. Yep, komm, mehr Bauch. Ja, so ist gut. Andale. Mashallah, dieser Körper. Oh, mach nochmal den Rücken. Yep. Oh, Ani. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie alle immer denken. Denn in Wirklichkeit ist Diät halten, ja, Ernährung und Training hinbekommen. Und das war's dann auch schon. Ja? Das heißt, ihr müsst euch einen Plan machen und dann müsst ihr diesen Plan einfach durchziehen. Bei mir sah der ganze Plan so aus, dass ich mir gesagt habe, okay, ich habe so und so viele Wochen Zeit, ich will so und so viel Gewicht verlieren. Und ich habe mir als Plan gemacht, ich möchte 1 Kilogramm die Woche verlieren. Das hat dann so funktioniert, indem du 9000 Kalorien Defizit in der Woche brauchst, um 1 Kilogramm Fett zu verlieren bzw. zu verbrennen. Das heißt, du kannst es dir ungefähr ausrechnen, wenn du zu Datum X so und so aussehen willst, so und so viel Fett verlieren willst, kannst du das Ganze ungefähr ausrechnen und gar nicht so kompliziert. Ja, Frage Nummer 2. Welche Ernährung? Ja, das habe ich eigentlich fast schon eben beantwortet. Die Ernährung sah halt so aus, dass ich einfach ein Kaloriendefizit hatte. Und dieses Kaloriendefizit war tatsächlich ziemlich hoch, da ich ja 9000 Kaloriendefizit brauchte. Und das Ganze habe ich dann so gemacht, dass ich halt nur 1800 Kalorien offen hatte am Tag. Ich habe so das Problem, ich kann zum Beispiel schlecht mit leerem Magen abends schlafen gehen. Deswegen habe ich einfach darauf geachtet, dass ich halbtägiges Fasten mache und am Ende des Tages noch so viel Kalorien offen habe, dass ich halt ausreichend essen kann, dass ich trotzdem satt bin. Ja, außerdem, welche Supplemente? Eigentlich gar nicht so viel. Ich habe von LSP den Fatburner benutzt, aber hauptsächlich um meinen Hunger zu stillen, weil Koffein ja bekanntlich den Hunger ein bisschen bändigt. Das hilft mir dann einfach dabei, dass ich ja nicht so früh schon Hunger bekomme und halt das halbtägige Fasten einfach viel leichter durchstehen kann, weil ich halt einfach nicht so früh Hunger habe. Und das funktioniert immer sehr gut für mich. Also ihr dürft euch von Fettburnern keine Wunder erhoffen. Aber könnt ihr euch merken, Koffein ist halt ja ein ziemlicher Appetitzügler und das funktioniert ziemlich gut. Kann man das halbtägige Fasten einfach viel leichter überstehen. Ach ja, sonst sind die Supplements wie immer geblieben. Also Protein, Zink, Omega-3, Vitamin D3 und Big 8, also ERAs und BCAAs kombiniert. Und die nehme ich aber immer. Also das ist kein Unterschied zur Diät. Ja, generell gibt es auch der größte Unterschied ist tatsächlich einfach, dass die Ernährung anpasst. Ne? Kurz Update, ich bin übrigens richtig im Fitnessfilm wieder. Und ich sage euch eins. Dieses Jahr wird krass. Toi, toi, toi. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Das passiert fast immer. Fast immer, wenn ich anfange, wieder richtig durchzustarten, werde ich nämlich krank. Aber nächste Frage. Welches Training
ganz simpel. Das Training ist fast gleich geblieben. Aber ich habe mich bemüht, mehr als sonst die Gewichte zu halten. Also, dass ich nicht schwächer werde, sondern immer richtig hart trainiere. Weil wenn ihr ein Kaloriendefizit habt, dann will der Körper eigentlich keine Muskulatur haben. Ne? Das heißt, die Muskulatur verbrennt natürlich viel mehr Energie als eine Fettzelle. Und wenn du eh schon wenig isst, dann kann der Körper Muskulatur eigentlich nicht gebrauchen und baut die halt gerne ab. Das Problem an der Sache ist dann natürlich, du bist natürlich nicht so gewillt, hart zu trainieren, weil du bist eh müde und schlapp, weil du einfach ja ein Kaloriendefizit fährst. Du musst nun mal einfach. Und deswegen ist das Training ungefähr gleich geblieben. Außerdem, Cardio, große Frage, ja oder nein? Ich sage, wenn du es sonst nicht schaffst, vom Hunger her, ja, die Kalorien einzusparen, dann bist du mehr oder weniger gezwungen, halt Cardio zu machen, damit du halt mehr essen kannst, nicht hungern musst. Für mich ist das immer Hungern, ey, ätzend einfach. Ja, wenn du gezwungen bist, Cardio zu machen einfach, weil du Hunger hast, weil Hungern ist eine Katastrophe. Ich habe tatsächlich Cardio gemacht, aber nicht jeden Tag, nicht immer nach dem Training, sondern immer, wenn ich Zeit hatte. Und mein Cardio-Training ist nicht besonders hart oder anstrengend, sondern es ist einfach Schritte sammeln. Ich gehe aufs Laufband, laufe, ich versuche mehr einfach Schritte zu sammeln, mich allgemein mehr zu bewegen, keinen Fahrstuhl zu nehmen, sondern einfach immer die Treppen laufen und so weiter. Und dann ist das Ganze auch schon durch. So ist mein Cardio-Training. Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe Breakletics-Kurse. Dadurch verbrenne ich halt eh mehr Kalorien, weil ich mich da bewege. Es gibt definitiv Leute, für die ist Cardio-Training super, wenn sie einfach ein bisschen mehr machen. Ja, und letzten Endes sind damit schon alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass die Fragen euch weitergeholfen haben und dass die Antwort ausgereicht hat. Ich habe übrigens nicht die Fragen übersehen, die ihr in den ganzen Kommentaren gestellt habt in den letzten Videos zum Thema zum Beispiel Zweier-Split-Training, Anfängertraining, wie Schnellkraft bei Squats verbessern und so. Aber das sind Videos, die sind so ein bisschen aufwendiger und die werden auf jeden Fall kommen, versprochen. Ich habe sie nicht vergessen, immer Screenshot gemacht von eurem Kommentar. Und macht das gerne weiter so, stellt Fragen. Ihr helft mir auch dabei, einfach mehr Content zu produzieren, weil ich mir nicht immer irgendwas aus den Fingern saugen muss, was gerade so irgendwie, wenn gerade nichts Besonderes abgeht. Ja, herzlich willkommen an alle neuen Besucher auf diesem Kanal. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert einfach mal kostenlos. Es hilft mir weiter und ihr werdet informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Seid gespannt, was kommt. Ich sage euch, dieses Jahr haue ich eine krasse Form raus. Versprochen. Bis dahin, ich gehe jetzt weiter kochen, dann essen und dann geht es auch weiter an die Arbeit. Peace. Ja, was geht ab, YouTube? Ja, Bro, du sollst jetzt mal ein kurzes Statement geben, offiziell, ja. Es kommt nur für die Leute, die bis zum Ende im Video dabei geblieben sind, kommt diese Szene dazu, ja. Okay. Geheimnis nämlich, Leute. Steve Fit kommt zurück, ja. Er kommt einfach zurück. Ich komm zurück, Leute. Er kommt zurück. Ich bin wieder am Start. Er ist wieder am Start einfach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Ich krieg schon Gänsehaut bei dem Moment gerade. Ja. Also seid gespannt. Demnächst vielleicht auch wieder ein paar Videos mit Steve Fit. Ja. Ja. Okay, Leute, das war's jetzt echt mit dem Video. Macht's gut.